Christian, zweiter Sieg innerhalb von wenigen Stunden gegen Ingolstadt. Wie fällt dein Spielfazit heute aus? Heute war ich eigentlich, über lange Strecken war ich sehr zufrieden. Kleinigkeiten, die den Trainer stören, ist ab und zu ein bisschen Respekt dem Gegner auch gegenüber. Kann ich einfach nur einen Appell eigentlich an die Liga schicken, dass wenn man jemanden mal über einen sogenannten Haufen fährt, dass man das nicht großartig zelebrieren muss. Ja, und damit meine ich aber meine Mannschaft auch. Und das hat mich ein bisschen gestört ab und zu. Und dann ein leichter Schlendrian. Ja, soweit wir mit 3-4 Toren führen, meinen die Jungs dann im Endeffekt was Besonderes machen zu müssen. Aber da heißt es eigentlich, mit derselben Marschroute weiterspielen. Und das ist aber im Nachwuchs normal. Die Jungs, die haben dann ein gutes Gefühl. Man führt 3-4 Tore und dann kommt man so ein bisschen vom Weg ab. Aber trotz alledem bin ich sehr stolz auf die letzten Wochen eigentlich. Dann gegenüber der Pepi Reis hat letzte Woche gesagt, wir müssen lernen und so schnell wie möglich an Tempo und Härte in der Liga gewöhnen. Wie weit seid ihr denn als Neuling auf diesem Weg? Auf halbem Weg. Da hat er recht. Das ist, wenn du in der DNL2 warst, ist es was ganz anderes. Das Spiel ist ein bisschen langsamer. Und dadurch, dass wir in dieser Liga mehr Qualität haben an Spielern auch, großartige Spieler, muss ich sagen. Auch in Rosenheim waren richtig gute Spieler dabei. Mannheim, Köln, wo wir gespielt haben, Freundschaftsspiele, waren richtig gute Spieler dabei. Wo ich mir natürlich erhoffe, dass der eine oder andere den Sprung irgendwann schaffen wird. Haben wir auch Probleme gehabt am Anfang mit dem Tempo, aber wir haben uns angepasst. Und die Jungs wissen, dass auch wir im Training schon unter Wettkampfbedingungen im Endeffekt trainieren müssen, dass wenn wir in dieser Situation sind im Spiel, dass wir es dann lösen können einfach. Ihr habt jetzt 4 Spiele absolviert, 2 Siege. Insgesamt mit dem Start bist du soweit erstmal zufrieden? Ich denke schon, oder? Ich lache. Ja, von daher, ich bin sehr zufrieden. Ich bin mit dem Prozess, den die Jungs gemacht haben, von Woche zu Woche, bin ich sehr, sehr zufrieden. Von daher, es sind kleine Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Hier und da muss mal die Peitsche raus. Aber im Grunde genommen haben sie mehr Zuckerbrot eigentlich sich erarbeitet als die Peitsche. Dann sage ich bis dahin erstmal danke. Gerne.